Ja, was ist uns der Sport wert? Ist ja die Überschrift über die heutige Veranstaltung. Ich möchte Ihnen jetzt vortragen, warum der Staat den Sport fördert. Vorhin wurde ja mal die Diskussion, wer sind wir, dargestellt. Wir, das ist das Volk, das ist der Staat, in dem Fall das Lande Hessen. Und warum fördert überhaupt das Land, warum fördert überhaupt der Staat den Sport? Frau Gassen hat eben sehr eindrücklich und lang ausgeführt, wofür der Sport steht. Und auch Frau Brun, glaube ich, hat in ihrem Vortrag sehr, sehr deutlich gemacht, wofür auch individuell gerade im Behindertensport, im paralympischen Sport der Sport auch steht und was er ist. Er ist eben, und da möchte ich dem ersten Redner doch deutlich widersprechen, er ist viel mehr als eine Nebensache. Er ist für viele Lebensinhalt, er ist für manche ein Hobby, er ist gesund und er ist etwas, was unsere Gemeinschaft zusammenhält. Und das haben wir in, glaube ich, der heutigen Zeit nicht mehr in allzu vielen Bereichen. Die Kirchen kämpfen mit Mitgliederschwund. Das sei gestattet, das zu erwähnen. Der Sport hat Mitglieder, die sich aber zunehmend verändern. Die Vereine verändern sich. Aber er ist nach wie vor etwas, was die Menschen zusammenbringt. Und ich glaube, gerade die Corona-Krise hat uns doch eindrücklich gezeigt, was den Menschen gefehlt hat. Wenn man sich die ersten Wochen und Monate einmal angeschaut hat, als kompletter Lockdown war, als Kinder nicht raus konnten und sich bewegen konnten. Wonach haben sich denn vor allen Dingen Kinder und Jugendliche gesehnt? Doch nach Bewegung, nach Vereinssport, nach Gemeinsamkeit und all das bietet der Sport. Also das ist im Prinzip schon eine Herleitung dafür, warum der Staat den Sport fördert. Aber es ist natürlich auch nicht nur sozusagen aus einer inneren Überzeugung heraus, sondern auch einen verfassungsrechtlichen Auftrag genügend. Jetzt muss ich nur wissen, welchen Knopf ich hier drücken muss. Keine Ahnung. Da, genau. In Hessen, jetzt habe ich einmal zu viel gedrückt. Okay. Ja. In Hessen haben wir das sogar in der Verfassung verankert. Es gab zweimal eine Volksabstimmung über die hessische Verfassung. Es wurde mit überwältigender Mehrheit weit über dem Quorum beschlossen, dass der Sport den Schutz und die Förderung des Staates, der Gemeinden und der Gemeindeverbände genießt. Das hebt uns hier sogar ab vom Grundgesetz. Im Grundgesetz finden Sie den Sport nicht, sondern den finden Sie in der Landesverfassung. Und das gibt uns einen gesamtheitlichen Auftrag an das Land, an den Staat, diesem Anspruch, den die Verfassung hier uns mit aufgibt, auch gerecht zu werden. Das heißt, auch hier ist der Sport sozusagen gleichrangig mit anderen Werten in der Verfassung erwähnt. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir ihn fördern. Eine weitere Grundlage, und das bildet schon gleich das Spannungsverhältnis ab, auf das ich gleich eingehen möchte, ist die verfassungsrechtlich garantierte Autonomie des Sports. Das heißt, abgeleitet aus Artikel 9 des Grundgesetzes organisieren sich Vereine und Verbände selbstständig und eigenständig. Und in diesem Spannungsverhältnis bewegen wir uns ein Stück weit auch in der Überschrift, die ich hier gewählt habe, nämlich Werte und Integrität des Sports als Grundlage der staatlichen Förderung. Das heißt, die Förderung des Staates ist keine Selbstverständlichkeit, sondern bedingt auch, dass der Sport diesem Anspruch, den der Staat an ihm stellt, auch gerecht wird. Einen aktuellen Fall habe ich hier erwähnt, die Sportförderung im Zusammenhang mit der aktuellen Ukraine-Krise. Das Bundesministerium des Innern hat den Sportverbänden, den Spitzensportverbänden mitgeteilt, dass man keine Zuschüsse mehr erteilt, wenn der Spitzensportverband an Wettkämpfen teilnimmt, wo der russische Verband beteiligt ist und Sportler der russischen Verbände. Da mag man nun sagen, das ist doch eine autonome Entscheidung der Verbände, ob sie an einer Schwimmweltmeisterschaft teilnehmen und das sind auch russische Schwimmer. Ja, das ist eine autonome Entscheidung des Sports, aber dann ist es eben auch Sache des Staates, dann zu sagen, dann fördern wir das nicht. Und genau in diesem Spannungsverhältnis bewegen wir uns letztlich in vielen Bereichen, nämlich zu sagen, die Autonomie des Sports auf der einen Seite, die dem Sport einen eigenen Anspruch gibt, den Sportorganisationen, auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, muss das durch den Staat denn auch tatsächlich dann mit Steuergeld unterstützt werden? Irgendwie habe ich noch nicht den richtigen Knopf raus. Genau. Ich, ein, so. Ja, munter hin und her. Ich lasse es mal. Warum wird der Sport gefördert? Der Sport wird gefördert aufgrund der Werte. Er hat eine gesellschaftliche Bedeutung. Er steht für Gemeinschaft, für Identität, für Ehrenamt. Er ist zunehmend wichtiger für die Gesundheit des Sportes.
Menschen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, den wir gerade beim Breitensport in den Auge fassen müssen, dass es hier auch einen ökonomischen Wert des Sports gibt, dahingehend, dass er Gesundheitsprävention ist. Ein Faktor, der viel zu lange auch vernachlässigt worden ist. Wer bis ins hohe Alter hinein Breiten- und Gesundheitssport treibt, kann davon ausgehen, dass sein Krankheitsrisiko erheblich gemindert ist. Er ist Jugendorganisation, er ist in der Jugendarbeit aktiv, er ist Bildungsträger. Schauen Sie sich nur die Bildungseinrichtungen des Sports an, ebenso wie hier die Evangelische Akademie, gibt es die Landessportschule, gibt es andere Bildungseinrichtungen des Sports, und die werden sogar, Frau Gassen hat es eben ausgeführt, dann auch aus ganz anderen Töpfen als der Sportförderung sogar gefördert. Der Sport ist Wirtschaftsfaktor. Eintracht Frankfurt mit, ich weiß gar nicht, 200, 300 Beschäftigten, das ist ein Arbeitgeber in der Region, ist ein Wirtschaftsfaktor. Und das ist nicht nur sozusagen bei dem ganz großen Fußball, sondern auch im Kleinen der Fall, wenn man sich Breitensportvereine anschaut, die zunehmend größer werden, Turnvereine mit ihren Übungsleitern, mit hauptamtlichen Geschäftsstellen, die zwar ihrem gemeinnützigen Zweck zu 100% gerecht werden, aber trotzdem Arbeitgeber sind und einen Wirtschaftsfaktor darstellen. Auch das ist ein Grund dafür, warum es die Förderung des Staates verdient. Denn wir haben ja auch eine Wirtschaftsförderung in Bereichen, die weit, weit weg von Gemeinnützigkeit sind. Wir haben eine sportimmanente Wertevermittlung. Gerade der Begriff des Fair Play ist heute schon häufiger gefallen. Ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Wert des Sports. Wenn Sie sich einmal anschauen, wie dort miteinander auch umgegangen wird, selbst im hochkommerzialisierten Berufssport finden Sie das Fairplay in vielen, vielen Situationen vor. Leider nicht immer so, wie es sein müsste, aber doch in den allermeisten Fällen. Und all diese Werte des Sports verkörpert der Sport und verwirklicht er gerade durch seine 90.000 Vereine. In Hessen sind es 7.600, zu weit, weit überwiegenden Maße. Also wenn wir über Integrität des Sports reden, neigen wir natürlich dazu, ganz häufig darüber zu sprechen, was nicht funktioniert. Die internationalen Verbände, die nationalen Spitzenverbände mit ihren Verwerfungen. Der DOSB hatte ein paar Probleme letztes Jahr. Der DFB ist gerade in seinem Bundestag dabei, einen Neuanfang zu starten. Also haben wir viel auch auf nationaler Ebene beobachten können. Aber all das sind ja nur die Spitzen und nur ganz wenige Themen, über die wir sprechen. Weit überwiegend ist der Sport wird der Sport dem Anspruch der Wertevermittlung gerecht? Einen Satz möchte ich verlieren zum Bund. Der Bund fördert den Sport nicht, weil es dort im Grundgesetz steht, sondern im Wesentlichen abgeleitet aus der Außenrepräsentation unseres Landes. Das heißt, das ist quasi der Anspruch und die Grundlage dafür, dass man sagt, wir fördern überhaupt den Spitzensport als Bund, ist, dass wir sagen, wir schicken dort Athleten in die Welt, die unser Land vertreten. Das ist quasi die sozusagen verfassungsrechtliche Herleitung für die Sportförderung des Bundes. Auch das ist sicherlich ein Detail, was der eine oder andere sich bis jetzt noch nicht vergegenwärtigt hat. Wie wird der Sport gefördert? Hier nochmal aufgesplittet. Der Bund, den Spitzen- und Leistungssport, auch Großveranstaltungen, die Länder im Prinzip in der gesamten Breite, vom Spitzensport, dem Breitensport, dem Schulsport im Prinzip vollumfänglich, und die Kommunen im Prinzip genauso. Auch dort wird ja quasi die gesamte Bandbreite des Sportes gefördert. In Hessen, das ist sozusagen der kleine Werbeblock, tun wir das mit insgesamt 66 Millionen Euro. Davon gehen quasi 24 Millionen an den Landessportbund, der dann im Rahmen seiner Autonomie im Wesentlichen entscheidet, wie er das macht. Der Rest sind Förderprogramme des Landes, die ich mir jetzt erspare, hier aufzuführen. Aber auch da sehen Sie im Prinzip die gesamte Bandbreite dessen, was wir tun, über Integration, Inklusion, Großveranstaltungen, Gesundheitssport und so weiter. Und das bildet sozusagen auch die Verantwortung ab, die der Sport durch seine Organisation dann auch wahrnimmt. Grundlage dafür ist die Integrität. Das heißt, der Staat kann nicht dort fördern, wo der Sport nicht seinen eigenen Werten, die er an sich stellt, gerecht wird und nicht integer ist. Oberbegriff ist dort sicherlich der Begriff der Good Governance, denn der beinhaltet viel eine sogenannte ordentliche Vereins- und Verbandsführung. Ein hoher Funktionär hier in Hessen hat mal den Begriff Good Governance, der ja doch auch gerade für kleine Ehrenamtler manchmal nicht so richtig zu greifen ist, mit den Worten umschrieben: Das macht man nicht. Und so ist es letztlich, dieses Empfinden zu sagen, das macht man nicht. Das heißt, eine Good Governance in dem Sinne, gesetzestreu, rechtskonform, die Menschenrechte zu beachten, transparent zu sein, den Verband, den Verein demokratisch zu führen, natürlich dopingfrei, manipulationsfrei, auch das ist heute schon angesprochen worden, die Integrität des Wettbewerbs, also die Spielmanipulation, das darf nicht sein. Das Thema sicherer Sport, gerade ein ganz großes Thema auf Bundesebene zum Thema Prävention und Bekämpfung von Kindesmissbrauch im Sport. Ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Thema.
Eltern müssen sich sicher sein, wenn sie ihre Kinder in einen Sportverein geben, einem Trainer geben, einem Sportverband geben, dass sie dort sicher sind. Und wenn das nicht gewährleistet wird, dann ist das ein Integritätsproblem. Und dann kommen wir in Bereiche rein, wo wir dann eben sagen können, so etwas können wir nicht fördern, wenn wir nicht wissen, dass der Sport aus sich selbst heraus dort alles dafür tut, dass das nicht passiert. Nochmal, in den allermeisten Fällen tut er das und handelt auch integer. Extremismusfrei, hier ist Haltung gefragt. Viele Vereine tun das, wenden sich gegen Rechtsextremismus, wenden sich gegen Islamismus, positionieren sich. Das ist wichtig, das ist nicht nur wichtig, um sozusagen Lippenbekenntnisse abzulegen, sondern um Haltung zu zeigen und dem Anspruch, den man an sich selber aus den Satzungen heraus hat, gerecht zu werden, aber auch dem Anspruch des Staates, hier entsprechend Steuergelder hineinzugeben. Was kann der Staat tun, um das zu kontrollieren, um das einzuhalten? Wir haben Regulative, es gibt die Sportförderung, die zum Teil an Integritätsgesichtspunkte gekoppelt ist. Es gibt die Sportfördergesetze oder Richtlinien, die das voraussetzen, die einen dopingfreien Sport voraussetzen. Wird gedopt, kann die Sportförderung entzogen werden. Es gibt das Strafrecht, eine lange Diskussion, ob es in Deutschland ein Anti-Doping-Gesetz braucht. Damals kontrovers diskutiert, mittlerweile, glaube ich, unumstritten richtig, dass man das gemacht hat. Denn auch der Sport kann sozusagen aus seiner eigenen Verantwortung heraus nicht alles leisten. Gerade wenn es um strafrechtliche Sachverhalte geht, hat der Staat mit Ermittlungsmethoden eben ganz andere Möglichkeiten, die Integrität des Sports an der Stelle zu schützen. Deswegen gibt es ein Anti-Doping-Gesetz. Nebenbestimmungen, Zuwendungsbescheidungen, politische Forderungen, aber auch unabhängige Einrichtungen, eine nationale Dopingagentur, die vom Staat finanziert wird. Ebenso wie jetzt gerade aktuell die Diskussion um ein Safe-Sport-Zentrum, nämlich eine zentrale Einrichtung zu schaffen, die sich dem Thema Prävention sexualisierter Gewalt und auch Bekämpfung sexualisierter Gewalt widmet, die eine Ansprechstelle schafft für Betroffene. Darüber wird gerade intensiv diskutiert und das sind im Prinzip flankierende Elemente, wo man auch erkennt, dass der Sport eben nicht alles aus seinen Organisationen heraus leisten kann. Wenn Sie Betroffener von sexualisierter Gewalt sind, wenden Sie sich im Regelfall nicht an die Organisation, wo Ihnen das passiert ist. Sie brauchen jemanden Dritten, der Ihnen hilft. Und so etwas ist hiermit gemeint, im Prinzip ähnlich wie das auch bei der NADA schon haben. Thema Spielmanipulation, gibt es die nationale Plattform zur Bekämpfung von Wettmanipulation. Also hier gibt es unabhängige Institutionen, die sozusagen außerhalb der Sportorganisationen, aber auch ein Stück weit unabhängig vom Staat gewährleisten sollen, dass diese Integrität des Sports erhalten bleibt. Und all dies hier, diese Regulative, die betreffen eigentlich nur diesen Promillebereich des Sports oder der Sportorganisationen, wo eben die Integrität nicht funktioniert. In allermeisten Fällen funktioniert es. Wir haben jetzt erlebt im Zuge der Ukraine-Krise auch aktuell, wie solidarisch sich der Sport zeigt, wie zum Teil auch schnell reagiert worden ist, wenn es darum ging, sich gegenüber Russland dort zu positionieren, was vielen, glaube ich, auch nicht leicht gefallen ist, weil es auch dort Kontakte gab. Aber viel funktioniert aus eigenem Antrieb heraus, aber bedarf dann doch das eine oder andere Mal auch eines gewissen Drucks oder einer gewissen Abstimmung im Verhältnis zwischen Staat und Sportorganisation. Letztlich entscheidend ist die Eigenverantwortung des Sports, der man in vielen Maßen gerecht wird. In den Satzungen und Ordnungen sind die Werte festgelegt. Gibt es Anhaltspunkte zum Thema Integrität? Da hat sich auch in den letzten Jahren viel getan. Viele Vereine, viele Verbände haben nachgeschärft, haben ihre Satzungen erweitert, haben Ombudsstellen eingerichtet, Good Governance-Beauftragte, Schiedsstellen, ähnliche Konstrukte. Es gibt seit Jahrzehnten schon Vereins- und Sportgerichtsbarkeiten, die sich diesen Fragen widmen. Aber in zunehmendem Maße auch gerade weg vom Wettbewerb hin zu den Themen Integrität. Es gibt Projekte, die der Sport selber auflegt, sich leistet, Drittmittel einwirbt, ob das in der Gewaltprävention ist. Fanprojekte sind ein bekanntes Beispiel. Prävention gegen sexualisierte Gewalt, da passiert schon unheimlich viel auch im Sport. Und gerade auch hier in Deutschland, bei den internationalen Verbänden würden wir uns da sicherlich manchmal ein bisschen mehr wünschen, aber das ist im Prinzip etwas, wo wir im permanenten Austausch zwischen Staat und dem autonom organisierten Sport erarbeiten müssen. Was braucht es, um die Integrität zu wahren? Entscheidend ist, und das ist quasi der letzte Spiegelstrich, die Haltung. Das heißt, die innere Haltung der Vereine, der Verbände, der Sportorganisationen ist entscheidend. Diese Haltung nach innen zu leben, demokratisch im Innenverhältnis zu leben, die Werte zu achten und diese Werte und diese Integrität auch im Außenverhältnis entsprechend zu vermitteln und dafür einzustehen. Und wenn das geschieht, dann braucht es auch wenig Nebenbestimmungen und Gesetze und Regularien seitens des Staates, sondern dann kann auch
guten Gewissens Steuergeld in den Sport fließen. Aber wir haben leider erlebt in der Vergangenheit und auch aktuell, dass es immer wieder auch hier Probleme gab und gibt. Und da ist es im Sport wie in allen gesellschaftlichen Bereichen so, dass es gilt, dies dann nachzuschärfen. Ja, das war mal jetzt in aller Kürze, 10 bis 12 Minuten waren, glaube ich, gewünscht. Ich hoffe, ich habe es eingehalten, das Spannungsverhältnis zwischen Staat und Sport. Der Staat fördert aus Überzeugung, aber es braucht einen integren Sport. Das ist im Prinzip das, was ich sagen wollte. Danke.